Aber verschlossen. Du bist ja ein Kumpel. Hier lang. So. Ich glaube, das Anwesen geht eh wohin mal alleine. Was wollen gut? Ihr habt was gut hier. Okay. Was? Beinahe unter meiner Hand. Ich muss beide Party sammeln. Diener. Noch ein Nichts Diener. Leichter als das. Hat das Ding nur ein Stockwerk? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Oh. Willst du was von uns? Hey, ihr da. Was glaubt ihr, was wir auf dem Besitz von Etasierbaschild zu suchen haben? Wir haben Geschäftliches mit Enter zu besprechen. Ich weiß nicht. Was wisst ihr? Was ihr wisst es nicht. Ihr seid ganz offensichtlich einfach eine Verrückte, denen das Handwerk gelegt werden muss. Ups. Ja? Das ist nicht gut. Nichts leichter als das. Nee. Also Enters Anwesen ist tabu. Ich hab genug davon. Nichts leichter als das. Gut zu wissen. Ich glaube, in das Anwesen bin ich auch noch nie eingedrungen. Gucken wir uns lieber weiter die Häuser an. Ah ja, ich will da rein. Ferikas? Wird die Banditen schon erledigen. Im Felspostwirtshaus in Berikos logiert ein fetter Mann namens Algernon. Er bewahrt in seinem Zimmer einen Umhang auf. Ich brauche euch, um den Umhang zu entwenden und ihn mir zu bringen. Ihr solltet heute eine hübsche Belohnung dafür bekommen. Was schon für möglich sein Leben, nehmt ihm lediglich den Umhang ab. Okay. Das ist mal eine Quest. Für die wir bis nach Berikos zurückreisen müssen. Beinahe unter meiner Würde. Hier schläft nur eine Frau. Fekras, ein Zwergkämpfer in Balosso, hat mich darum mich gebeten, auf eine, ich kann es nicht anders nennen, geheime Mission zu gehen. Im Felsfass-Wirtshaus soll gerade der übergewichtige Algernon abgestiegen sein. Er hat einen Umhang in seinem Besitz, an dem Ferikas interessiert ist. Es zeigt ein großes Risiko, aber bestimmt gibt es auch eine entsprechende Belohnung. Ferikas hält sich im Nordwesten der Stadt auf. Gut. Okay. Beinahe unter meiner Würde. Ob ich diese Aufgabe machen sollte? Oh, es wird Nacht. Ah. Zwei Häuser. Also hier oben eine. Du bist ja ein komischer Traum. Absteige und da unten eine. Ich verschwinde jetzt. Bist du wichtig? Nein, du bist bloß ein Bürgerlicher. Mist. Wieder Quicksave laden. Was? Gut. Okay, der da ist stinkig, wenn ich seine Bücherregale durchsuche. Mist. Gut. So. Hammer wird die Banditen schon erledigen. Ihr habt schon erledigt. Da müssen wir uns nochmal hier drin umgucken. Ja, nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Jetzt dürfte es im Baldur's Gate gleich wieder dunkel werden. Gut. Denke ich mal.
Können wir kurz hier weiter gucken? Oh, hier ist offen. Ja, jetzt wird's dunkel. Du bist eine Bürgerliche. Nichts leichter als das. Was wollt ihr? Gut. Und hier ist hier jemand Wichtiges. Hier schlafen nur Leute. Und hier schlafen auch nur Leute. Was? Beinahe. Okay. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Damit haben wir hier auch fast alles aufgedeckt. Hm? Achso, ja, wir wollten ja in das Haus hier oben. Du bist ja ein Kuh, denn ich verschwinde jetzt. Immerhin, dann guck erst mal in den oberen Stock. Okay, da ist ein Ausgang, den man nicht sehen kann. Die Geschichte wert. Nein, das brauchen wir nicht. Geschichte Herzlande brauchen wir auch nicht. So, du latscht hier rum. Ja, und blockierst immerhin. Ja. Beinahe unter. So, dann bleibt nur noch das Gebäude hier. Das gehört aber eigentlich. Mal sehen, was das für ein Gebäude ist. Obwohl. Hier könnten wir vielleicht auch noch rein. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Hey Freund! Du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Wer bist du jetzt wieder? Habt ihr gehört? Der Rat der Hörzeuge soll jetzt entscheiden, ob wir ab den Krieg erklären. Oh nein, was glaubt ihr, wie sie entscheiden werden? Die Hörzeuge haben sich zu sehr an alles gewöhnt, sie sind zu bequem. Das gehört alles nur zu ihrem Katzenbauspiel mit Armen. Um günstige Bedingungen im Eisenhandel auszuhandeln. Dennoch war der Vorschlag eines Krieges bisher nur das, ein Vorschlag, keine Eventualität, über die ernsthaft nachgedacht werden soll. Na Gott sei Dank. Oh, der ist in das Haus rein. Dieses Haus ist abgeschlossen. Unsichtbarer Pirscher? Schicksalswache? Wo bin ich jetzt gelandet? Denn ich verschwinde jetzt. Behelmter Alp? Okay. Was wollt ihr? Will ich da rein und mich da drin umsehen? Unsichtbarer Pirscher, unsichtbarer Pirscher, unsichtbarer Pirscher. Behebter Schreck, Schicksalswachen. Nee. Ich glaube, ich lasse das Haus erstmal in Ruhe. Was? Okay. Gut. Das heißt, hier jetzt lang. Nichts leichter als das. Okay, hier ist ein Garten. Oh. Da schläft einer auf der Bank. Oh, das ist ein hübscher Blumengarten hier. Ist das hier das Haus der Dame? Nein, das ist das Haus von Ragefast. Da sollten wir vielleicht auch noch nicht unbedingt eindringen. Gut, gucken wir uns hier erst einmal zu Ende um. Dieses Haus fällt schon aus den Angeln. Hier ist ein großes Gebäude. Hohes Haus der Wunder. Oh, hier haben wir ja auch noch was zu erledigen. Soweit ich mich erinnern kann.
Hallo. Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Priester von Gott. Viertel August. Guten Tag, Frank. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr seid recht abenteuerlustig, nicht wahr? Das wusste ich gleich, als ich euch das erste Mal sah. Ihr habt nicht diese sorgfältig manikürten Hände der Stutzer, die hier normalerweise vorbeikommen. Habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Was wollt ihr von mir? Also ich will euch sagen, ich bin ein Bader und werde bald berühmt sein. Ich brauche nur ein gutes Material für ein, zwei Lieder und dann werde ich in den großen Seelen singen. Da den Massengeschichten über waghalsige Taten immer gefallen, möchte ich euch ein paar Einzelheiten abkaufen. Ihr könnt das zwar auch selbst erfinden, aber das klingt dann nie ganz wahr. Habt ihr Interesse an diesem Angebot? Das Los des Bard ist es, zu reisen und zu lernen. Warum zieht ihr nicht los und sucht euch eigene Geschichten? Zum richtigen Preis könnte ich es mir überlegen. Das ist eine vernünftige Bitte. Wie wär's denn mit einer Bezahlung von 200 Kreuzmünzen für jede Idee? Das Los eines Bardes ist es, zu reisen und zu lernen. Warum zieht ihr nicht los und sucht euch eigene Geschichten? Warum? Weil doch draußen Gefahren lauern. Ich bin wegen der einfachen Arbeit und dem Ansehen bei gewissen weiblichen Mitgliedern meiner sozialen Schicht Bade geworden. Und nicht, weil ich in Kerkerlöcher nach Ungeziefer jagen wollte. Wollt ihr mir helfen oder nicht? Okay, wir helfen euch. Ich weiß nicht genau, etwas so schneidig und gefährlich klingt, dass mich die Damen gleich als ihren Helden ins Herz legen. Ich habe deine tolle Story über den Eisenthron. Es scheint, dass er sie gerade dabei ist, die ganze Region zu schwächen und ihre eigene Macht auszubauen und eventuell eine Version von Amt zu ermöglichen. Momentan scheinen sie die Krise allerdings nicht vollkommen im Griff zu haben und so bin ich ihrer endgültigen Zerstörung näher gekommen. Auf meinen Reisen ist mir schon jede Art von Bestie und Bandit untergekommen und ich bin mehr als einmal dem Tod nahe gekommen. Würdet ihr lieber von der Windwut des Kreischlings hören? Oder der Cleverness der gemeinen Kobolde? Ich könnte euch von der Stärke der Gnolle oder der Größe der Oger erzählen. Nur das klingt ja alles sehr grob. Ich bin mir nicht sicher, was bei Muse mit solchen Erzählungen anfangen soll. Vielleicht kann man das eben nur verstehen, wenn man selber anwesend war. Nehmt euer Geld und ich werde mich dann davon stehen. Um ein paar Liebe über den Preis von Bier und Abnutzung meiner... Kann ich das laden? Ja, ich kann hier den Quicksave laden. Was? Wer will noch ja. mal? Wer hat noch nicht? Achso, ich bin ja noch Gut. hier. Habe ich hier eigentlich alles abgegrast gehabt, das letzte Mal? Oder bin ich einfach nur nach Süden verschwunden? Weil ich könnte schwören, hier könnte ich auch noch irgendwo rein. Ja, hier war ich noch nicht drin. In diesem Gebäude war ich noch nicht drin. Das ist Helm und Umhang. Ah, ja. Eine Taverne, aber die besuche ich bei Gelegenheit. Also nochmal hier runter. Gut. Ich will mich nämlich hier jetzt noch ordentlich umsehen. Hier habe ich mich nämlich nur hier unten in der Ecke umgesehen. Obwohl, ich sollte das Haus der Dame suchen. Ich habe da ja ein, zwei Quests, die ich dort abgeben muss. Ich liebe Geld. Ja, das tue ich. Was willst du denn? Hallo, du. Hallo, du und ehemaliger Händler zu dir. Was kann ich für euch tun? Wie genau wird man eigentlich ehemaliger Händler? Also zunächst einmal werdet ihr Händler. Dann werdet ihr Glücksspieler, dann verwendet ihr euer Geschäft auf ein Würfelspiel, dann verliert ihr und schon seid ihr ein ehemaliger Händler. Nächste Frage. Könnt ihr mir sagen, wo es gute Läden in der Stadt gibt? Es gibt keine gute Läden in dieser Stadt. Nö, keine. Denkt nicht einmal daran. Besonders die Läden von den Sieben Sonnen oder dem Handelskonsortium. Was stimmt denn nicht mit den Sieben Sonnen und dem Handelskonsortium? Mit diesen Leuten habe ich früher gespielt, aber da stimmt was nicht. Ich bin bei ihnen bis über beide Ohren verschuldet, aber nichts passiert. Keine großen Kerle mit Keulen, die mitten in der Nacht an meiner Tür hämmern. Kein Gift in meinem Bier, nichts. Es ist fast so, als hätten sie das Ganze vergessen.
Neulich habe ich meinen alten Kumpel Al auf der Straße getroffen, habe ihn direkt in die Augen gesehen und er hat mir noch nicht einmal eine runtergehauen. Er sah nur auf einmal richtig nervös aus, als hätte er bei einem Festakt den Namen seines besten Freundes vergessen oder so. Merkwürdig, sage ich euch.